Kennt ihr das, wenn ihr nach einem langen Tag nach Hause kommt und ihr wollt euch irgendwie belohnen? Und jeder macht das ja anders. Manche Leute kaufen sich Pflanzen, so wie ich, oder manche Leute kaufen sich Klamotten. Aber manche Leute, die machen sich auch einfach was richtig Geiles zu essen. Und bei mir zählt dazu in der Regel Tofu. Tofu ist ja für die meisten relativ langweilig, aber ich finde, dass man Tofu, wenn man ihn richtig geil macht, zu einem der geschmacklichen Highlights machen kann in seinem Wochenernährungsplan. Und wie das geht, das zeige ich euch heute, nämlich mit einem richtig, richtig geilen Tofu Sweet Chili Gericht. Und zwar machen wir frittierten Orange Peanut Butter Sweet Chili Tofu. Und als wäre es noch nicht genug, Leute, zeige ich euch noch dazu, wie ihr Vollkornreis sehr, sehr geschmackvoll machen könnt. Das heißt, wir werden den Tofu mit dem Vollkornreis servieren, werden ihn frittieren und glaubt mir, Tofu habt ihr so noch nie vorher gegessen. Let's go. Weil der Vollkornreis am längsten braucht, fangen wir natürlich damit an. Der Vorteil von Vollkornreis ist ganz einfach, dass Vollkornreis deutlich mehr Ballaststoffe enthält, aber vor allem deutlich mehr Mineralstoffe. Und der Nachteil von Vollkornreis ist, dass er relativ lange zum Kochen braucht. Deswegen könnt ihr am Vollkornreis auch immer relativ gut vorkochen. Ich mache das meistens, dass ich am Wochenende einfach 300-400 Gramm Vollkornreis vorkoche. Und dann habt ihr für die ganze Woche eine gute Packung Vollkornreis. Wie oft habe ich jetzt Vollkornreis gesagt? Ihr solltet Vollkornreis auf jeden Fall immer relativ gut würzen. Ich gebe immer 2 Teelöffel Zucker dazu. Dann für die Geschmacksverstärkung habe ich hier ein paar Kardamom-Kapseln. Die habe ich mir damals direkt in Indien geholt. Die könnt ihr einfach so mit in den Topf werfen. Und dann, eigentlich zeige ich ja so gut wie gar keine Marken in meinen Videos. Aber das ist einfach ein sehr, sehr besonderes Produkt, und zwar Kokosmus. Das gibt es jetzt nicht nur von Dr. Görg, das gibt es auch von anderen Marken, ich glaube auch von Alnatura und so. Aber das ist sozusagen die gesamte Kokosnuss, die mit verarbeitet wird. Dadurch habt ihr also die gesamten Inhaltsstoffe der Kokosnuss und ist einfach deutlich intensiver vom Aroma als beispielsweise Kokosöl. Und das gibt jetzt alles in den Topf. Ich koche meinen Reis immer so nach Auge. Immer so die doppelte Menge Wasser. Dann gibt es ja einen gleichen Deckel drauf und lasst das so ungefähr 45 Minuten köcheln. Aber vorher, natürlich das Allerwichtigste, Leute, bei gutem Reis brauchen wir immer ein Salz. Ich habe jetzt ungefähr 2 Teelöffel Salz. Für den Tofu schneidet ihr den Tofu in Scheiben und trocknet den mit einem Küchentuch ab, damit das ganze Wasser raus ist, damit die Marinade besser aufgesaugt werden kann. Und für diese unglaublich geile Marinade nehmt ihr euch eine kleine Schale, gebt da rein etwas Sweet Chili Soße. Ich nehme so 10 bis 20 Milliliter. Es ist meine selbstgemachte Sweet Chili Soße. Rezept findet ihr hier oben oder unten in der Beschreibung. Dazu etwas Erdnussbutter, Reismehl, etwas Wasser, Zitronensaft und eine halbe Orange, etwas Salz und vermengt das Ganze. Reismehl habe ich deshalb genommen, einfach aus dem Grund, weil das Ganze auch glutenfrei werden soll. Für die Krümel, normalerweise nimmt man, um zu frittieren, Panko-Brotkrümel, die gibt es im Asialaden. Es gibt auch glutenfreie Panko-Krümel, aber die sind echt relativ schwer zu bekommen. Ihr könnt die auch bei Amazon bestellen, da sind die ein bisschen teurer, weil es die in meinem riesigen Packs gibt. Ich nehme einfach Cornflakes, so, weil Cornflakes könnt ihr halt super easy einfach zerdrücken. Und dann habt ihr im Prinzip eigentlich genau die gleiche Konsistenz wie jetzt bei Panko-Brotkrümel. Und wenn ihr das danach frittiert, dann wird das genauso geil, genauso knusprig, am Ende ein bisschen Salz drauf. Das wird ein richtiges Übergericht. Aber was wir als allererstes jetzt mal machen, ist, wir geben den Tofu hier in die Mischung, tunken den da rein. Und da der Vollkornreis ja sowieso noch mindestens 30 Minuten braucht, soll er sich erstmal vollziehen mit der Marinade und dann wälzen wir ihn später in den Cornflakes. Da meine Cornflakes jetzt ungesalzen sind und Panko-Brotkrümel in der Regel gesalzen sind, gebe ich hier jetzt noch ein bisschen Salz dazu.
Ihr könnt ruhig, wenn ihr so Tofu frittiert, beispielsweise etwas mehr Salz dazugeben, weil meistens wird sowieso nicht alles aufgenommen. Deswegen gebe ich schon in die Marinade etwas Salz, in die Panko-Brotkrümel etwas Salz und zum Schluss, damit das Ganze knusprig wird, gebe ich auch noch ein bisschen Salz dazu. Den Tofu lasse ich jetzt noch ungefähr 5 bis 10 Minuten ziehen. Ganz kurz zu Tofu. Die gesundheitlichen Vorteile von Tofu, und zwar Soja, ist generell einfach ein sehr, sehr gesundes Produkt. Aber ihr müsst immer gucken, auf welcher Leiter steht das Ganze. Wir haben ganz, ganz oben haben wir die Edamame-Bohnen, also die ganze Sojabohne. Die ist sozusagen das gesündeste, weil da sind alle Nährstoffe noch drin enthalten. Dann kommt Tempeh. Tempeh ist ein fermentiertes Sojaprodukt. Da werden Sojabohnen so zusammengequetscht, wenn ihr euch das mal anschaut. Dann darunter kommt sowas wie Tofu. Dann ungefähr auf gleicher Ebene sowas wie Sojamilch und Sojajoghurt. Und ganz unten stehen dann diese sehr verarbeiteten Sachen wie Sojaprotein oder sowas wie Sojaschnetzel oder Sojagehacktes, weil das ist dann wirklich nur noch das reine Protein und da sind dann mehr oder weniger alle Nährstoffe raus. Deswegen, wenn ihr euch gesund ernähren wollt, nehmt immer die aus der oberen Leiter, aber unten schmeckt es halt meistens am ersten so, naja, fleischähnlich und hat so eine fleischähnliche Konsistenz. Aber die Lehrstunde ist vorbei, unser Reis ist jetzt fertig. Tofu, wie gesagt, lasse ich noch 5 Minuten ziehen. Die ganze Marinade wird sowieso nicht ganz aufgenommen. Dann wälze ich die jetzt in diesen wunderschönen Cornflakes-Krümeln und dann machen wir unser Öl heiß und dann gehen wir ans Beste, ans Frittieren. Der Reis ist aber fertig, Leute. Wenn ihr den schon riechen könntet, der riecht schon mega anders. Und was ich halt immer geil finde, ist, dass diese Kardamom-Kapseln, die werden irgendwie immer größer, wenn man die mitkocht. Die könnt ihr jetzt aber natürlich raustun. Was auch immer mega geil kommt, sind Zimtstangen. Könnt ihr auch mal reintun. Die könnt ihr auch mehrmals verwenden. Reis aber fertig, lasst die Pfanne an. Ziehen jetzt hier unten das Öl runter und lassen das heiß werden, bis es heiß genug ist, um den Tofu zu frittieren. Um zu testen, dass das Öl heiß ist, steckt ihr einen Holzstab ins Öl und wenn die Blasen aufsteigen, wisst ihr, ihr könnt loslegen. Dann nehmt ihr die Tofu-Scheiben, achtet darauf, dass euer Topf nicht zu heiß ist und vor allem nicht zu sehr mit Öl gefüllt ist und frittiert immer 2 bis 3 Tofu-Scheiben per Mal. Zweite Ladung Tofu ist am Braten. Als fürs Topping habe ich jetzt noch ein Chili, um das Ganze noch so ein bisschen farblich schön zu gestalten, aber natürlich auch für die Schärfe. Die hackt ihr einfach in Ringe. Kurzer Tipp, wenn euch Chilis normalerweise zu scharf sind, dann könnt ihr einfach hier die Körner rausnehmen. Dann wird die so ein bisschen milder. Dann habe ich hier eine Orange. Achtet darauf, dass es eine Bio-Orange ist. Da raspel ich einfach hier so ein paar Streifen ab. Die geben wir später über den Reis, so als kleine Flocken. Dann nehmt ihr die einfach und schneidet die auch in ein paar Streifen. Die geben nochmal so einen geschmacklichen Kick. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel nehmt, weil der Geschmack ist sehr, sehr intensiv. Also ist deutlich stärker als bei einer Orange. Aber das sind eigentlich unsere finalen Toppings. Es ist ein sehr, sehr simples Gericht, aber das ist so unglaublich geschmacksvoll und mittlerweile eigentlich eins meiner Lieblingsgerichte. Deswegen warten wir jetzt noch, bis der Tofu zu Ende frittiert ist. Ich meine, wir können ihn ja mal drehen, vielleicht sehen wir es nochmal in der Kamera. Gebt euch das mal. Das ist so geil. So geil. Aber wir brauchen noch 1-2 Minuten und dann können wir anrichten. Wenn das mal nicht das heftigste Tofu-Kunstwerk überhaupt ist.
Kennst du diese Farbfest in Indien? Erinnert mich ein bisschen daran. Aber eigentlich will ich das gar nicht zerstören. Deswegen probiere ich als allererstes den Tofu so. Gebt euch mal, wie kross der ist. Und das Geilste ist, er ist sogar noch glutenfrei. Wir haben Cornflakes, wir haben das Reismehl. Ihr braucht kein Weizenmehl dazu, ihr braucht auch keine Panko-Mischung. Schmeckt geil, so keine Frage. Ich mache es meistens damit, aber es geht auch safe. Das ist so geil. Wenn ihr jetzt noch eine Sweet Chili Soße drüber gibt, nur ein bisschen. Leute, dann. Gib euch das mal. Der ist sogar innen, ist ja noch so richtig weich und nur außen ist halt knusprig. Sehr scharf. So, so geil. Probier das Ding nach. Rezept ist auf der Website, der Reis ist auf der Website. Ich will das irgendwie nicht, traue mich gar nicht, das zu essen. Wir essen das jetzt nämlich zu dritt alle auf mit 3 Löffeln. Ich hoffe, du abonnierst den Kanal. Das war es auf jeden Fall für dieses Mal. Bis nächste Woche Donnerstag. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Mein Name ist Luke Chuck Rodney und bis zum nächsten Mal. Ciao.